Von den höheren liegen nun einige Leistungsklassen nach unten, vor allem was das Alter betrifft und die zig gefühlten Weltmeister und Schiris am Rande des Spielfeldes. Das Kartenzücken und Verteilen hat seit dieser Saison auch die Trainerbank erreicht. Neben Gelb und Rot kommt an den kommenden Wochenenden auch die Farbe Grün ins Spiel. Die jüngsten Kicker setzen damit auf den Fußballplätzen im gesamten Bundesgebiet ein Zeichen gegen Entgleisungen von Eltern am Spielfeldrand. Zwar können sie nicht untereinander mit irgendwelchen Folgen gezeigt werden, aber das Anliegen ist mehr als lobenswert, denn trotz des 15-Meter-Abstands zum Spielgeschehen beeinflussen einige Eltern ihre Kinder verbal und vergessen dabei ihre gute Kinderstube. So manche leisten sich lautstarke Fehltritte, die jung und alt die Tränen in die Augen treiben. Wir wollen jetzt nicht nur fußballerische oder sportliche Fähigkeiten vermitteln, sondern unser Fokus liegt auch auf den Werten, also Respekt, Anerkennung, Wertschätzung. Und von daher haben wir uns spontan bereit erklärt, dann sofort am ersten Wochenende gleich teilzunehmen. Muttis und Vatis bekommen von den Bambinis bis zu den E-Junioren an den Wochenenden noch bis in den Oktober vor dem Anpfiff eine grüne Karte mit Verhaltenstipps an die Hand. Damit sollen soziale Werte wie Fairplay und Respekt auf beiden Seiten vermittelt werden. Dieser Aktion haben sich auch vogtländische Vereine angeschlossen. Voll im Sinne des Anliegens, fair bleiben, liebe Eltern, verlief zum Beispiel die Partie der F-Junioren zwischen der SG Stahlbau Plauen und dem Reichenbacher FC und das trotz der Packung von 3:11 gegen die Stahlbauer. Bleibt die Frage, warum gibt's diese grüne Karte eigentlich nur bis zu den E-Junioren?